Wenn der E-Scooter nicht mehr startet oder auf das Ladegerät reagiert, ist in der Regel entweder der Controller oder der Akku defekt. In diesem Fall, wenn wir uns mal anschauen, das ist ein 36 Volt Akku. Und wenn ich hier die hübschen Sense-Pinne reinstecke, dann sehen wir, wir haben geschmeidige 18,63 Volt. Und 18,63 Volt ist beim Akku, der sich normalerweise zwischen 32 und geschmeidigen 42 Volt bewegen sollte, natürlich wenig. Was kann jetzt in dem Akku kaputt gegangen sein? Entweder ist eine einzelne Zelle defekt, das BMS ist defekt, oder wir haben einfach nur eine ganz entspannte Tiefenentladung. Das heißt, alle Zellen könnten defekt sein und man könnte probieren, die wieder zu regenerieren. Aber das müssen wir jetzt rausfinden. Und wie finden wir das Ganze raus? Indem wir das gute Stückchen jetzt mal aufschneiden werden und werden herausfinden, what inside ist. Der Akku liegt nun entkleidet vor uns. Wir prüfen die Insgesamtspannung, stellen fest 40,7 Volt. Man könnte jetzt denken, es wäre alles in Ordnung mit dem Akku. Wir haben 90% Ladestand. Jedoch ist es jetzt so, das BMS reagiert nicht auf die Ladeelektronik und hier drüber über den Stecker zeigt er uns nur 18 Volt an. Das heißt, das BMS ist an irgendeinem Punkt ausgestiegen. Das ist meistens der Hintergrund, wenn irgendwo eine Zellengruppe defekt ist. Das finden wir jetzt so raus, indem wir jetzt einzeln jeweils die einzelnen Gruppen durchgehen und überprüfen, wie viel Zellenspannung da ist. Ja, wir haben 4,2 Volt. Wir haben 4,2 Volt. Wir haben 2,6 Volt. Das ist schlecht. Wir haben, na komm, 4,2 Volt. Und wir haben 4,2 Volt. Das heißt, es ist soweit perfekt, bis auf diese eine Baugruppe hier. Da zeigt er uns an 2,5, 2,6 Volt. Das ist tot. Welche sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das sind die. Prüfen wir nochmal gegen. Und wie wir sehen, die sind tot. Prüfen wir die Zellennachbarn. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das heißt, wir können sagen, diese vier hier sind aktuell bei 2,6 Volt und sind damit tiefenentladen. Wie können wir die jetzt retten? Wir könnten da von der Powerbank einzeln so ein kleines Netzteilchen dran packen und versuchen, die aufzuladen. Das könnte funktionieren und ich denke, das werden wir auch ausprobieren, weil das ist der einfachste Weg, das Ganze durchzuführen. So, wie wir sehen können, zeigt uns das ausgebraute Bracket von der Powerbank an 100%. Ne? Steckerchen kleben da noch dran. Und jetzt werden wir mal die Spannung messen. Dazu kann man da wieder eingehakt. Machen wir Steckerchen ab. Du kannst weg. Du kannst auch weg. Und jetzt hoffen wir, dass der Bereich, der beschädigt war und nur noch 2,6 Volt anzeigt, wieder in Ordnung ist. Und er zeigt an 4,1. Was haben wir bei den anderen Zellen? Ja, willst du wohl? 4,2, 4,2. Ja, ich muss es auch immer so machen, dass man es auf der Kamera sehen kann. Bei den Lichtverhältnissen hier 4,2. 4,2. Hier haben wir 4,1. Okay, ist jetzt nicht ganz so nice, aber wie wir sehen können, hat das Ganze schon soweit funktioniert und jetzt stecken wir die Kabel hier immer rein und werden jetzt sehen, ob er uns immer noch 18 Volt anzeigt oder wieder was um die geschmeidigen 40 Volt. Und dann können wir sehen, ob sich das BMS wieder reaktiviert hat. Und wie wir sehen, er zeigt uns an 42,2 Volt und damit funktioniert der Akku wieder. Das heißt, mit Hilfe von so einem kleinen ausgebauten Schätzekern von der Powerbank, wo halt einzelne Akkus halt dran können zum Aufladen, können wir hier, wenn so ein Bereich tiefenentladen ist, das Ganze wieder aufladen und dafür sorgen, dass das BMS wieder anspringt und das Ganze funktioniert. Das heißt, wenn wir den Akku jetzt wieder einbauen, wird der E-Scooter wieder starten und das Ganze ist funktionsfähig.
Wichtig ist jetzt allerdings, wenn wir den einmal leer gefahren haben und den wieder aufladen, dass wir den nur ein paar Prozent aufladen und dann überprüfen, ob die Zellenspannungen alle gleich sind und das BMS weiterhin alles ausbalanciert. Sollte das nämlich nicht der Fall sein, ist irgendwo das BMS beschädigt und balanciert diesen Bereich nicht mehr. Das heißt, auf keinen Fall wieder komplett zusammenkleben und safe davon ausgehen, der Akku ist wieder heile, sondern einmal das Ganze komplett entladen, ein Stückchen wieder aufladen, sodass man überprüfen kann, ob der Balancing-Vorgang funktioniert und dann entsprechend alle Zellen nochmal durchmessen und gucken, ob da Gleichstand ist. Zumindest so ungefähr. Wisst ihr, wie ich meine? Und an der Stelle habt ihr euch sehr viel Geld gespart und einen wunderbaren Akku repariert und das mit Hilfe eines kleinen Teilchens aus einer Powerbank. Dementsprechend nicht viel Geld ausgeben und neue Akkus kaufen, sondern probieren das Ganze selbstständig zu reparieren. Natürlich nur dann, wenn keine Garantie, nichts mehr auf dem Fahrzeug drauf ist. Ganz wichtig an der Stelle. Also, wie ihr gesehen habt, überprüfen, ob die Gesamtspannung da ist. Die einzelnen Zellen überprüfen, ist eine Reihe defekt. Entsprechend so ein Powerbank-Bracket anbringen, das Ganze nachladen, sodass das alles wieder auf einen Zellenstand ist. Und keep going. Wenn ihr Glück habt, funktioniert das Ganze wieder. In dem Sinne kann ich wie immer nur sagen, falls euch das Ganze gefallen hat, teilen, liken, abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Und wie immer sage ich an der Stelle, schaut euch das nächste Video an, Drive Long Feel Free. Wir sehen uns, meine Freunde. Macht's gut.